Ihr Leute, beeilt euch, der Zug ist ja schon da, beeilt. Ja, seid doch bloß nicht so aufgeregt. Naja, ich fahr doch das erste Mal. Ach, bin ich aufgeregt. Rungsendorf, eine Minute Aufenthalt. Schnell das Gepäck her, das ganze Gepäck, ich steige inzwischen ein. Da seien Sie doch nicht so aufgeregt, ne? Nur Kunststück, Herr Baron, ich kann es doch nicht ändern, wenn man so viel Temperatur hat wie ich. Hermann, Hermann, gib das Gepäck her, schnell. Jawohl, Frau Neugebauer. Gib schnell das Gepäck, komm schnell, so schnell. Aber nicht durch das Fenster, du Rindsvieh, du. Ei, wei, die ganze Scheibe ist zum Teufel. Schokolade, Bonbons, Zigaretten, Keks, Cognac, Pralinen gefällig. Nee, wir wollen nicht sterben. Herr Baron, ist das hier der Schlafwagen? Bitte sehr, Gnefrau, jawohl. Ach, ist das interessant, ja. Die neuesten Zeitschriften, Zeitungen, Lektüre. Einsteigen, Türen zu, einsteigen. Nun mach schon, Paul, komm doch rein. Du beeil du dich nur, der Zug wird gleich abfahren. Ja, ich bin ja schon drin, ich gehe ja schon nach. Ihr Leute, bin ich aufgeregnet. Platz nehmen, einsteigen, zurücktreten. So, da werden wir in unserem Schlafwagenabteil. Das ist ja zu schade, dass nur noch ein Coupé dritter Klasse frei ist mit drei Betten. Was ist doch sehr dumm. Ach, das tanguliert uns nicht, Herr Baron. Also so sieht ein Schlafwagen aus. Nein, ihr Leute, ist das interessant. Drei Menschen in einem Kästel. Ich bin ja so aufgeregt. Wie wird das werden? Nein, ihr Leute, ist das interessant. Der Schaffner kommt, der Schaffner. Darf ich mal um die Fahrkarten bitten? Die Herrschaften haben also Bett 13, 14 und 15. Haben die Herrschaften noch irgendeinen Wunsch? Tee, Bier, Schokolade? Ja, ich möchte gern ein Bier haben, Herr Schaffner. Dunkles oder helles? Na, helles. Auswärtiges oder hiesiges? Auswärtiges. Ein großes oder ein kleines? Ein großes. Auswärtiges haben wir aber nur in kleinen Gläsern da. Na, dann meinetwegen, da bringen Sie mal ein kleines. Ein kleines dunkles. Nein, ein kleines helles. Verzeihen Sie, Sie wollten doch auswärtiges Bier. Naja, auswärtiges helles, nicht wahr? Wir haben doch bloß auswärtiges dunkles. Das helle ist hiesiges. Ach, das ist mir doch ganz egal, nicht wahr? Da bringen Sie mal eben irgendwas hier, nicht wahr? Helles Bier will ich haben. Bringen Sie mal schon ein hiesiges. Ja, hiesige Biere werden aber nur in Flaschen serviert. Na, da bringen Sie mal eine Flasche hiesiges Helles, ist mir doch egal. Entschuldigen Sie, mein Herr, das helle Flaschenbier ist aber ausgegangen. Können Sie sich nicht entschließen, ein dunkles zu bestellen? Also jetzt bringen Sie mal schon drei Flaschen dunkles Bier, ist ja furchtbar mit dem Mann. Paul und ich simuliere bloß lieber nach, wie wir die Verteilung der Betten hier vornehmen werden. Naja, nur offen gestanden, also ich persönlich, ich möchte Nummer 13 nicht gerne liegen. Ich habe eine furchtbare Antipathie gegen diese Zahl. Ihr Hasenfiese, ihr seid ja abergläubisch. Da mach ich mal gar nicht draus. Da leg ich mich eben rauf in die 13, ganz oben rauf ins oberste Bette. Und der Baron, der nimmt die Nummer 14 und Paul, der legt sich unten in die 15. Naja, da kann er wenigstens nicht rausfallen. Zieht man sich auch die Sachen aus? Ja, natürlich. Ich werde so lange rausgehen. Nein, nein, das ist gar nicht nötig. Da gehe ich erst einmal raus, nicht wahr? Zieht ihr euch inzwischen aus. Ich komme gleich wieder. Auf Wiedersehen, ihr Brüder. Seid ihr fertig, ihr Mannsbrüder? Jawohl, ihr Frau, bitte treten Sie ein, ich liege schon lange im Bett. Ja, bloß der Paul, der murkst immer noch rum, nicht wahr? Der Herr Baron, der liegt schon längst im Bett. Ja, jetzt fangst du gleich an zu kuinieren. Kaum, dass du rein triffst, da musst du auch schon wieder stänkern. Ach, du hast mich überhaupt bloß geheiratet, weil du geglaubt hast, ich würde ein bisschen Geld haben. Ein bisschen viel Geld habe ich geglaubt. Na, was meint ihr nun, ihr beiden Herren? Soll ich mir ein Nachthemd anziehen oder eine Nachtjacke? Oder beides natürlich. Ach, ich nehme vorlich bloß einmal eine Nachtjacke. Die ist schön, die Nachtjacke, die habe ich zu Weihnachten gekriegt. Sehr schöne Nachtjacke. Ach, ist die kurz, ihr Leute, die ist ja kurz. Nein, wie man hier im Spiegel aussieht, ist das peinlich. Ach, ist das... Das ist ja furchtbar, zieh dir doch lieber das Hemd an. Ja, ich glaube auch, das Hemd ist ein bisschen länger. Guck auch weg, Paul. Ich denke ja gar nicht dran hinzusehen, ich habe gar kein Interesse dran. Siehst du, der Herr Baron, der hat sich umgedreht. Das ist ein feiner, ein diskreter Mann. Kunstig, ich tät mir am liebsten verstecken in aller Ewigkeit. Macht Platz, ihr Leute, ich klettere jetzt hier rauf in mein Bett. Ich stelle jetzt die Leiter an. Ja, ist ja gut, ich will ja gar nicht dich hindern dran. So, guckt weg, Herr Schatten, guckt weg. Ich gehe jetzt rauf. Ach, ihr Leute, läuft sich das schlecht, die Stiegen hier rauf. Nein. Ach Gott, oh, jetzt habe ich mir noch aufs Hemd getreten, das ist ja furchtbar. Ich komme gar nicht von dem Hemd runter. Was? Also, sieh doch mal zu, dass er endlich runterkommt. Ich komme doch nicht, ich stehe auf meinem Hemd. Ach, jetzt reißt das ganze Hemd auf. So eine ungeschickte Frau. Was machst du denn nur? Ich weiß gar nicht, wie ich hier runter soll. Nein, nein, ich weiß gar nicht. Paul, ich weiß... Ei, wei, ei, was hast du nur gemacht? Ich hab mir ins Waschbecken gesetzt, Paul. Ich bin doch ausgerutscht. Das ist ja furchtbar. Bist du verrückt geworden, so ein ungeschicktes Weib. Ja, um Gottes Willen, Frau Neugebauer, was machen Sie denn bloß für Geschichten? Nehmt doch mal die Leiter weg. Das ganze Hemd habe ich mal aufgerissen und mich mitten ins Waschbecken gesetzt. Nein, wie ich hier da sitze...
Geist, jetzt kommt der Schaffner rein. Um Gottes Willen, schon wieder. Was soll ich denn bloß machen? Helft mir doch aus der Schüssel raus. Hier sind die 3 Flaschen Bier. Oh, um Gottes Willen, Verzeihung, ich störe. Auf Wiedersehen. So was peinliches. Man kann mit der Frau nicht verreisen. Wo man hinkommt, da blamiert's ein. Hätte ich mir lieber die Nachtjacke anziehen sollen. Ja, freilich. Hoffentlich haben Sie sich nicht wehgetan, ne Frau. Herr Neugebauer, helfen Sie doch Ihrer Gattin endlich mal aus dem Waschbecken raus. Das kann ich doch nicht machen. Das ist ja furchtbar mit der Frau. Komm her. So, zieh mal fest. Ja, doch. Zieh mal. So, endlich bin ich raus. Nein, ist mir das peinlich. Ich kriege ja da oben nicht mehr rauf. Ich schlafe jetzt hier unten. Ich komme da nicht mehr rauf. Nein, ist ja auch nicht nötig. Ich werde schon raufgehen. Bleib doch hier unten, damit endlich Ruhe wird. Leg dich hier unten rein. Los. Ja, ich verschwinde gleich hier in meinem Futteral. Ich bin ja so aufgeregnet. Paul, der schlaue Kerl, der hat sich natürlich alle 3 Flaschen Bier mit draufgenommen. Nun ja, bei der Hitze kunstig. Sagt doch mal selber, ihr Leute, wo findet in der Sommerhitze der geplagte Mensch am ehesten Kielung? Nur im Konversationslexikon unter K. Schlaf doch jetzt und quatsch nicht. So ein Blödsinn. Die Schüssel, die hätte in Scharm gehen müssen. Du hättest sie in den Scharm richtig reinsetzen müssen. Na, wenn ich mich da verletzt hätte, da hättest du die meiste Arbeit gehabt. Da hättest du mich dauernd ambulant behandeln müssen. Wo? Ambulant! Bei uns nennt man das anders.